Hallöchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Enigmatica Teil 2. So, wir bauen weiter an unsere Mob-Farm, hier Dingens-Farm, der Animal Feeder, genau, also unsere erste Maschine, die wir brauchen, für Pink Slime später. So, wir brauchen einen Maschinencase, was wir nicht mehr haben. Wir brauchen dafür ein Advanced Machine Casing sogar. Okay. Oha. Oha. Brauchen wir für alles ein Advanced Machine Casing? Das wird böse. Wir brauchen dann 3 Stück. Also wir brauchen 3-mal Advanced Alloy. Ganz schön viel Stahl. Wie brauchst du mit dem Stahl hier? Mal ein bisschen Stahl wieder machen, tatsächlich. Ich meine, wir haben ja, ne? Wir haben es ja. Also machen wir Stahl hier, my friend. Bin schon wieder voll. Und ich gucke jetzt mal tatsächlich wegen den Drums. Drum. Ich weiß gar nicht mehr, was die alle können. Iron Drum. Stoneburned brauchen wir. Haben wir noch Stoneburned? Wenn wir tatsächlich. Wir brauchen einen Eimer. Double Compressed Cobblestone ist jetzt nicht so das Problem. Double Compressed heißt doch. Wir brauchen 4 Stück, ne? Ja, wir haben mal 2. So, die haben wir auch. Wir brauchen noch Slabs. Gut, das ist egal welche, okay. Eimer, Stoneburned, den Schmuh und Slabs. So, haben wir das schon mal. Dann machen wir das Iron Drum noch. Brauchen wir, ach. Okay, wir brauchen ein paar Metallplatten. Mindestens 14. Wir brauchen nochmal 9. Weißt du was? Gib mir so ein Stack. Den hau ich jetzt einfach da durch. Scheiß drauf. Wir brauchen Metallplatten, brauchen wir sowieso immer mal wieder. Eisenplatten. Hau mal durch da. Ich meine, wir haben jetzt ein paar Stacks Eisen, also alles tutti. Ich meine, 377 Stacks Eisen, das ist, ist schon was, ne? Da können wir den Stone Dome schon mal da reinschmeißen. Stahl brauchen wir dann auch. Wir müssen insgesamt 3 Stück machen. Das heißt, wir brauchen mindestens 12 Eisen, Stahlplatten. Wir brauchen 4 pro Stück. 3 müssen wir machen. Heißt aber auch, wir brauchen noch normale Casings, weil Advanced brauchen wir normales für. Müssen wir auch noch ran. Aber das kriegen wir alles hin. Hoffe ich.
Brauchst du nur alles ein bisschen Zeit, dann alles zu machen. Aber wenn wir keine Zeit hätten, ne, dann wären wir ein bisschen falsch hier. So, genau, die Drum. Hin vor sie, alles klar. Nein. Ach, vielleicht, alles klar. Ich eigentlich hier noch was. Ja, der macht ja, der hat ja Kobalt gemacht, ne? Oh ja. So ein bisschen. Will ich meine Sachen eigentlich mal bald auf Kobalt machen, ne? Vor allem könnte ich bald mal einen Excavator machen. Ich habe ja noch so einen Kopf dafür. Aber die Sachen könnte ich eigentlich mal auf Kobalt upgraden. Könnte man wohl tun. Eine. So eine zweite brauchen wir noch. Dann brauchen wir noch ein bisschen Sheet Metal. Und hier die Dinger. Also sehr viele Eisenplatten tatsächlich dafür. Sehr gut, das haben wir. Dann haben wir die Dennis Iron Plates schon mal. Das ist eigentlich schon, ne, bist immer noch nicht fertig, weil er immer noch wahrscheinlich da hinten das Aluminium durchjagt. Sehe ich hier aus? Okay. Von mir aus. Er hat genug Lava als Puffer auch hier. Läuft. Normale Casings haben wir noch drei. Das heißt, wir genau für drei Advanced Machine Casings. So. Aber ich will jetzt erst die Drums fertig machen, bevor ich jetzt irgendwas anderes wieder anfange. 11. 14 brauche ich für die Cauldrons. Und dann nochmal 4 für die. Na komm, warten wir dann eben ab.
Wird denn da abgebaut? Achso, ja. Okay, die Erze. Oh. Oh. Ich glaube, die Ärzte sind ein bisschen voll. Auch nicht schlecht. So, zwei Cauldrons. Die Sheets. Da haben wir einen Iron Drum. So, jetzt wollen wir mal kurz das Fluid-Ding da wegbauen. Hören wir die Drum hin. 256.000, das sollte ja, das dauert dann ein bisschen, bis das voll ist. Aber wir haben jetzt drei Fluid Tanks auch voll mit hier Kreosot. Deswegen alles tutti. Alles gut. So. Mal weiterbauen. Animal. Feeder. Advanced Machine Casing. So, wir brauchen Advanced Alloy. Das war Tin, Bronze und sorry, ich bin nicht ganz fit. Wir brauchen zwei, ne? Ne, drei sogar. Bronze brauchen wir. Eisen machen wir ja gerade. Schmeiß da mal kurz durch. Wir da fertig werden. Ganz eine Überlegung, ob wir einen zweiten Metal Former bauen sollten. Aber echt smart, langsam echt einen zweiten Metalformer zu bauen, weil jetzt können wir dann nebenbei, könnten wir dann jetzt den Stahl schon machen. Aber dann müssen wir aber dann einen Transformer bauen und ja. Mein Ebert ist ja immer, ne? La 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 la. So, einmal. So, Zinn. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal Eisen. Und dann fehlt noch die Bronze. Dann haben wir das auch. So, was brauchen wir noch? Warte mal, achso, ja. Carbon brauchen wir auch. Für Advanced. Da brauchen wir Pulverized Coal. 4 Stück für einen. Und wir brauchen 2, das heißt, wir brauchen 8. Warte mal. Da war Pulverized Coal, ne? Okay, dann müssen wir zum Crusher gehen. Ganz keine Kohle, das ist auch geil. Macerator. Da müssen wir einen Macerator bedienen, ne? Dann hau mal rein. Lautes Teil.
Du bist fertig. Dann haust du mal den Stahl durch. Genau, da kriegst du nämlich mal zwei raus. Dann gehst du in den Kompressor. So. Dann brauchen wir noch Purple Powder. Rot und Blau. Haben wir Pflanzen? Haben wir keine Pflanzen gehabt bis jetzt? Kann doch gar nicht. Aber wir können erzählen, dass wir bis jetzt noch keine Pflanzen hatten. Haben wir das schon? Haben wir rote Beete gehabt bis jetzt? Ich glaube nicht, oder? Hatten wir auch noch nicht. Ach, wir haben ja erweitertes Inventar, stimmt ja. Hatten wir auch noch nicht. Guck mal, hier sind auch noch Sachen drin. Oh, Maschinenteil. Oh, das ist ein Maschinenteil sogar. Okay. Wir haben noch keine rote Beete gehabt. Das ist echt verwunderlich tatsächlich. Vor allem bin ich mir ziemlich sicher, dass wir schon mal Pflanzen hatten. Geh mir nicht auf den Sack, dann schlag ich kaputt. Sag ich dir. Eine Runde und das ist gut. Weil Rot haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal genug. Hau mal ab. Altes Lama, du. Jetzt zieht's mal weg. Da brauchst du auch nur einen, ne? Ja. Gut, das haben wir auch. Purple Dye haben wir auch. Los, 16. Haben wir 2 schon mal, ne? Mal ein bisschen was haben wir ja schon mal. So, die haben wir auch fertig. Lass uns mal kurz gucken. Wir haben die Stahlplatten, wir haben die Alloys. Das heißt, es fehlt eigentlich nur noch Carbon. Ist ja nicht so, dass wir die faulsten Knochen der Welt sind, ne? Ich meine, einen haben wir ja schon. Immerhin. Können wir ja schon mal theoretisch einen Machine Case bauen. 4 Plastik, Reinforced Stone.
Reinforced Stone. 4 Stück. Hier Plastik. Da haben wir schon ein Machine Case für die erste. Das brauchen wir noch 3 Emeralds und ein Gold Gear. Das bauen wir jetzt noch fertig, das Ding nehmt. Dann haben wir den Animal Feeder schon mal fertig. Das können wir theoretisch nächste Folge auf jeden Fall den Animal Feeder schon mal hinstellen und schon mal 2 Kühe dahinstellen mit ein bisschen Weizen, dass sie sich schon mal ein bisschen vermehren. Ich würde sagen, bei 6 oder 8 Stück, bei 8 Stück glaube ich, machen wir das. Dass wir 8, wenn wir 8 Stück haben, dass wir dann im Prinzip da den Separator drauf jagen. So, Gold gehen wir auch. Jetzt brauchen wir noch 3 Emeralds. Das hat auch die Maschine immer so teuer gemacht, die Emeralds. So, aber den Rest haben wir. So, Purple Dye. Plastik, ne, sowas, ne. So, oder Machine Case, ne? Nein. Wo habe ich denn die Karotten her gehabt? Ach, das ist der Separator. Ich meine, manchmal auch blöd, ne? Egal. Machen wir schon mal Sachen für den Separator. Ist auch schön. Goldgear, das Ding brauchen wir auch gerade nicht. Machen wir schon mal ein paar Sachen für den Separator. Das heißt, wir brauchen noch einen Iron Gear und einen Goldapfel. Goldapfel, weil das auch nicht das Problem ist. So, Goldapfel und dann brauchen wir noch ein Iron Gear. Machen wir das eben fertig. Entschuldigung. Hatte mich vertan. Na komm. Mach fertig. Dann haben wir die erste Maschine fertig. Dann machen wir nächste Folge. Ja, fangen wir dann an. Vor allem für Blockheads gibt es aber. Wird? Ich glaube, mal gucken. Da muss ich auch gleich mal gucken bei dem Mod. Add Farming. Fertiless Farmland gibt's. Das soll man nicht bauen. Nest. Den Markt, ja. So. Dann bauen wir jetzt den Animal Feeder. Den haben wir ihn schon. Wie gesagt, den würde ich dann halt jetzt hier so hinbauen. Wird dann hier halt das Tor hinbauen, am besten. Ja. Gut, dann würde ich aber sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Minecraft Enigmatica Teil 2. Tschüssingen.